herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality hier auf der Grünfelderland in unserem neuen Xerion, Class Xerion 4000. So, Saatgut haben wir schon abgeholt. Ich fahre jetzt mal kurz rüber zu den neuen Kuhhofbetreibern. Da müssen wir nämlich klären, wie viel die für die Förderbänder wollen, weil... Wobei, macht das Sinn? Ich bin mal gerade so unschlüssig. Müssen wir mal gleich nachfragen, ob die den technischen Anforderungen entsprechen, wie wir sie brauchen. Oh. Da ist die Polizei am Werk. Hier Verkehrskontrolle, interessant. Aber geht's ja ordentlich rund hier. Ethics. Hallo? Ah. Ja. Hallo. 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 So. Oh. Patrick, machst du, ne? Wo hast denn du das Ding hingestellt? Das Förderband steht hier im Fahrsilo. Ah, hier. Ah, ja. Das ist das gute Schmuckstück. Haben sie frisch gewaschen, ne? Ja. Ja, tropft nämlich noch. Sah eben so aus. Ja, ich weiß jetzt nur nicht von den technischen Angaben. Das Förderband, was beim Racex steht, das kann vom Boden aufsammeln, oder? Was Herr Racex gesagt hat, ja. Okay, das wissen Sie gar nicht. Ich weiß es leider nicht. Ich habe mit Förderbändern eigentlich, ich arbeite nicht mit Förderbändern. Okay. Und daher kann ich es... Vor allem weiß ich halt nicht, ob das Hackschnitzel aufsammeln kann. Also einfach so. Das ist gerade ja, meine... Du willst es vom Boden wegsammeln. Mhm. Problem ist... Wissen Sie, wir haben da im Wald haben wir so eine Holzkohleproduktion. Mhm. Und der Trichter ist so weit oben. So. Und deshalb haben wir überlegt, ob wir da eben mit einem Förderband uns das Leben leichter machen können. Also, dass du mit dem Großen in die Dings reinkippst und mit dem Kleinen gleich vom Boden die Hackschnitzel wegsammeln willst. Genau. Kann ich dir leider nicht sagen, ob das mit denen möglich ist. Aber dann würde ich den Jürgen nochmal fragen. Vielleicht kann der da ja irgendwas, weiß der das absolut. Okay. Was würde denn dieses Förderband und das Kleine kosten? Das Große kostet, hat momentan einen Preis von 27.000. Wie bitte? Aber ich würde dir aber entgegenkommen, okay? Es müsste aber sehr weit entgegenkommen sein. Ich glaube nicht, dass ich so viel machen kann. Was sind denn deine Vorstellungen? Die Vorstellungen und das, was ich zahlen kann, das ist das Problem. Was sind deine Vorstellungen? 10 hätte ich gesagt. Für beide wir können zusammen. Sagen, 10 für alle beide. Ja, dann habt ihr sie los. Sonst bin ich los, ja. Weißt was? Machen wir 15 für beide und dann ist es gut.
Aber es gibt ein kleines Problem. 13 hört sich schon besser an. Es gibt ein kleines Problem. Welches? Meine Liquidität. Wir können zumachen, dass du das anschreibst. Es wäre super. Dass du es auf zweimal zahlst oder so viel du kannst. Ja, das wird mir reinhauen. Ich bin ja nicht so. Ja, ja. Dann, ja, dann kann das hier noch ein bisschen stehen bleiben? Kann stehen bleiben, ja. Okay. Dann mache ich eine Anzahlung von 5.000. Wenn okay. Das passt. Von 13. Ja, 5 von 13. Und den Rest überweise ich dir, sobald es geht. Ja, mach das. Gut, Überweisung ist per Online-Banking raus. Ich hab's gesehen. Super. Am Tablet. Dann, gute Geschäfte. Ja, ebenfalls. Ich schicke vielleicht einen Mitarbeiter hoch, der es abholt. Okay. Ich guck mal. Ich hätte eine Frage. Ja. Ich habe vorhin am Stall gesehen, wegen Wasser. Mhm. Wie oder von wo bekomme ich das Wasser her? Also das Wasser muss im Wasserwerk geordert werden. Okay. Und das Wasserwerk ist in der Hand vom Herrn Richter. Ja. Und der hat jetzt auch einen Azubi, vielleicht stellt er den Azubi auch dahin ab, weiß nicht genau. Ja, das müssen die machen. Drehen sie den ruhig mal auf die Beine, weil die stehen da oben am Parkplatz, machen eine unnötige Verkehrskontrolle. Ich weiß es. Gestern am Abend von Rezek, vom Herrn Rezek raus, haben sie an der Tankstelle gewartet. Mich haben sie rausgezogen, okay? Ah, mich aber auch. Alkoholkontrolle, Alkohol-Drogenkontrolle und Fahrzeugpapiere. Der Düngersteuer, der was da hinter ihnen, hinter dir steht, er hat kein 25er-Schild Aufkleber. Mhm. Geschweige Nummernschilder. Ja. Er wollte mir sogar die Weiterfahrt untersagen, okay? Oh. Dann bin ich ihm so gekommen und habe gefragt, wie ist der Vorbesitzer mit dem gefahren? Hm. Ja, da dann hat er vielleicht gedacht, er kann bei einem neuen das mal ausprobieren. Ja, aber bei mir steigt er fest auf Granit. Okay. Also wie gesagt, machen Sie dem ruhig mal ein bisschen Druck. Dass der, ja, dass sie halt gucken, dass sie das Wasserwerk mal in Gang kriegen. Ja. Wasserwerk, sprich mit Kohle oder so irgendwas, Befeuerung oder wie läuft das? Ja, ja, genau. Also, das ist ein Dampfgenerator mit eingebaut. Mhm. Der muss mit Kohle oder Holzscheiten befüllt werden. Mhm. Und dann wird die Turbine halt betrieben, die dann wieder die Pumpe in Gang bringt, die das Wasser fördert. Ja, okay. Naja, ist noch ein bisschen veraltete Technik, aber sie funktioniert. Ja, und das aber ist das besser Wichtige. Als wie nichts. Genau, genau. Und Diesel ist von wem, wenn ich die... Entschuldigung für die Fragen. Den Diesel kriegen sie, glaube ich, beim Jürgen. Okay, dann werde ich nachmal dann in Jürgen anrufen und mal gucken, was der dazu sagt. Ja, glaube ich, bin mir aber nicht ganz sicher. Kann aber auch noch sein, dass er das nur als Auftrag von der Gemeinde hat, die Tankstellen zu befüllen, bin mir nicht ganz sicher. Ja, Nachfragen kostet ja nichts. Nö. Hi. So, gut, dann wäre ich aber durch hier. Wie gesagt, ich gucke, dass wir die hier abholen. Ja. Ach so, Moment. Hast du mich aber über den Tisch gezogen, ja? Wieso? Ich wollte erst noch klären, ob das Förderband das überhaupt kann, was es braucht. Ja, wenn nicht, das waren 5.000, hast du überwiesen. Ja, okay, ich kläre das nochmal. Gut, danke. Bitte. Ciao. Mist, ey. Achso, jetzt hat er das Geld zurücküberwiesen. Hat er gleich gemacht. Ich dachte, er überweist es nur, wenn es nicht geht. Jürgen anrufen. Die ganzen... Am Gerät und alles. Hallo? Hallo, Jürgen? Ja? Du, der Patrick Blaubeer. Ja? Hat gemeint, dass du gesagt hast, dass das kleine Förderband vom Boden Zeug aufsammeln kann. Ja? Jo, kann das auch bei mit Hackschnitzeln? Das weiß ich nicht. Kannst du mal nachgucken? Nee, kannst du nicht.
Achso, nee, das weiß ich nicht. Es kann aber sein. Ich weiß es aber nicht. Also bei Silage geht's auf jeden Fall. Jo. Ich kann. Hast du Zeit? Ich bin am Ansehen. Ah. Ja, okay, pressiert ja auch nicht. Kannst du damit dann mal zum Sägewerk kommen? Kann ich machen. Also kannst du das einfach mal runterfahren, dann testen wir das. Weil wenn das funktioniert, dann würde ich das von den Blaubeeren abkaufen. Ja. Mal eine andere Sache. Ich hatte ja damals die Ballen hier verteilt, ne? Mhm. Krieg ich da eigentlich schon noch irgendwas, oder? Ja, hast du denn Ballen gefunden? Nee, weil für mich war ja keiner versteckt. Ja, hast du Geldmangel oder was? Nee, das jetzt nicht. Ja, also, aber warum bettelst du dann bei der Gemeinde nach Geld? Ja, ich meine, Arbeitszeit vergoldete, ne? Also Arbeitszeit, ja, ein Huni pro Stunde. Huni pro Stunde. Ich guck mal, ob du noch ein verspätetes Ostergeschenk kriegst. Ja, danke. Und ciao, ich komme dann nachher runter, wenn ich fertig bin. Jo, wir müssten da irgendwo auf den Feldern sein. Ja, vielleicht bin ich auch im Wald, mal gucken. Tschö. Komm im Fast Truck, dann geht's was schneller. Boah, kannst du gerne machen. Jo, bis später. Tschö. Jo, gut doch. Albert, servus. Du, ich weiß noch nicht, wie das Funkgerät hier funktioniert bei dem neuen Dinger hier. Deshalb muss ich dich anrufen. Also, ja, ich habe gerade mal bei Hack, bei der Holzkohle zwei Schaufeln reingekippt. Oh ja, supi. Sind jetzt so knapp 5000 drinne. Ja, mach ruhig noch voll. Ich komme jetzt gerade mit der Sämaschine und einem Xerion runter. Ich habe nämlich den Xerion jetzt doch gekauft. Das hat hingehauen. Der funktioniert, der ist ja auch gut. Den kannst du ja noch hochtunen, ne? Jo. Und du kannst den als hier mit Pflegebereifung fahren, ne? Das sind die Kettenpflegebereifung. Ne, den gibt's glaube ich auch mit Pflegebereifung. Ne, habe ich nicht gesehen. Da werden wir ja sehen. Oh, Telefon. Moment. Volker Warunger, hallo? Hallo, Polizeiinspektion Grünfelder Land Richter. Hallo. Ich habe sie mal auf laut gestellt, weil der Herr Müller noch neben mir am Fahrzeug sitzt. Mhm. Und zwar, der Herr Müller und ich, wir haben eben eine Fahrzeugkontrolle gemacht. Mhm. Und dabei sind uns ein paar vom LU, die auch bei der Feuerwehr sind, mit zum einen Feuerwehrfahrzeugen und dann zwischendurch einfach auch mal das... Jetzt fahren die hier hin. Da fahren sie schon mit. Die machen dann einfach das Horn mal an und so. Jetzt fahren die hier die Drehleiter aus. Vielleicht haben die gerade Übung, weiß ich ja nicht. Was wollen sie denn überhaupt von mir? Die fahren da einfach so hin und her, machen dann mal kurz das Horn an, dann wieder aus und so. Und haben uns dann auch ein Stück bei der Kontrolle gehindert und so, also... Ja, was soll ich jetzt? Wenn sie da vielleicht mal vom Gemeinderat aus mit der Feuerwehr sprechen können, dass sie nicht einfach so die Sondersignale nutzen dürfen. Mit ihm hin und her fahren. Weil ansonsten sehe ich davon auch irgendwann nicht ab, eine Anzeige zu schreiben. Ja, jetzt wollte ich gerade fragen, können wir uns mal einig werden, dass Sie die Staatsgewalt sind? Ja, ich wollte Sie nur mal informieren über den Gemeinderat, dass wir das friedlich lösen, weil ansonsten würde ich dafür jetzt eine Anzeige gegen Sie schreiben. Dann schreiben Sie eine Anzeige, Sie sind die Polizei, müssen Sie okay, jetzt mich fragen, was Sie tun dürfen? Nee, ich wollte Sie nur informieren. Vielleicht hätte man das ja auch friedlich lösen können. Entweder rufen Sie mal den Neumann an. Ja. Das ist der Polizeikommandant. Na, der war auch mit. Ich werde ihn mal anrufen. Ich kann da nichts machen. Ja, ich wollte nur mal als Gemeinderat der Schule informieren. Ja, Information ist geflossen. Wer unnötig irgendwelche Sachen macht, der hat Pech gehabt. Ja, gut. Dann Ihnen noch einen schönen Tag. Oh, tschüss. Albert abgewürgt, ne, damit die Hampelmänner hier mit mir telefonieren können.
Ja, Albert. Ja. Guck mal. Wieder da. Guck mal Richtung Waldeinfahrt. Kommt ihr gleich, ich komme hier gerade raus. Ich werde dich verreichen hier. Na? Was sagst du? Das sieht schick aus, ne? Das ist doch mal, ja. Den in den großen, den 5000er geholt? Nee, für den 5000er hat man kein Geld. Ist der. Ist doch, ne? Der 4000, aber der hat auch 335 PS. 435, das reicht erstmal. Dicke Ausführung durch. Jo. Gut. Das sind jetzt so 8000 oder 9000 da drinne im Hackschnitzel. Jo. Bei den erstmal hoch. Jo. Den wieder finden. Ey, warte mal, wo hast du denn die Palettengabel? Oben. Die habe ich oben hier bei, wo der Hänger steht. Ah ja. Okay, passt. Und okay, oh, Bretter ist voll. Bretterpaletten sind voll. Uff, muss ich hier mal Ordnung machen, ey. Bretterpaletten voll, Hackschnitzel voll. Hackschnitzel nicht voll, ne. Oh, Leerpaletten ist auch voll. Eieiei. Großen hinten, ne? Hä? Großen Dinger hinten, ne? Wie meinst du? Da, ja. Hier steckt mal. Ja, ja, hier müssen die Bretterpaletten ja rein. Vom Sägewerk drüben. Und dann kommen hier ja Leerpaletten dann raus. Können wir gerade mal. Ja. Hier raus machen. Ui. So. So, muss ich gerade mal überlegen, aber das machen wir erst so, in der morgigen Folge. Hm? Warte, ich gehe mal ein Stück weg hier, das wird zu laut. Gut, also, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Morgen sehen wir uns wieder. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüssi.